Hallo zusammen. So, es ist wieder einmal Sonntag. Ich schau mal, dass ich hier alles bei mir ready hinkriege. Ich hoffe, dass ein paar von euch heute sich dazu schalten. Ich weiß von einigen, dass sie ähnlich wie ich leider krank sind. All euch, die ihr das Video nachschaut, wünsche ich auf jeden Fall schon mal eine gute Besserung. Und ich weiß auch von einigen, dass sie schon im Urlaub sind. Von daher bin ich mal gespannt, ob ich heute Gesellschaft kriege oder ob ich quasi ein Live aufzeichne, damit ihr alle es euch im Nachhinein anschauen könnt. Ah, da sehe ich. Hallo Jennifer. Das ist ja super. Dann gehe ich davon aus, dass Bild und Ton auch klappt. Sonst hättest du bestimmt was geschrieben. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind heute in kleiner Runde hier beim Live. Ich freue mich aber trotzdem, auch wenn es hier bei uns gerade auch super anstrengend ist. Wie gesagt, wenn man selber krank ist oder auch ein krankes Kleinkind hat, ich glaube, jeder, der das zu Hause hat, weiß, dass das ganz schön schlaucht. Von daher machen wir heute wieder eine kleine Verpackung und ich schaue mal, wie weit wir gemeinsam kommen und ab wann ich einfach euch sage, viel Spaß beim Ausgestalten. Es ist ja der Teil, der durchaus immer dann am längsten dauert, aber wo ihr ja auch individuell gucken könnt, was ihr gerne machen möchtet. Ihr habt von der Sam und mir, wenn ihr ein Materialpaket bestellt habt aus der Jubiläumsbox, ein Paket bekommen, ein Materialkit mit Pfirsich pur und dem schönen Pfirsichzeit-Designerpapier. Da dürfte ein Stück Designerpapier drin sein, ein Stück weiß, dann unser Papaya, der schöne neue Orangeton. Den habt ihr, ein bisschen Band und es dürften auch in jeder Tüte, also macht sie vorsichtig auf, das Band ist auch ein Papaya, kleine Stanzteile drin sein. Ich gebe die mal vorsichtig mir hier auf die Hand. Da habe ich nämlich fleißig eine Kleinigkeit für euch beigelegt. Das sind kleine Blätter und kleine Blüten. Finde ich ganz zauberhaft. Sind nämlich bei dem, das gibt es Stempelset mit passenden Stanzformen von dem Pfirsichpapier. Und da sind halt eben so in unterschiedlichen Größen kleine Blüten und Blätter dabei. Da dachte ich mir, das kann man super schön um ein Etikett herum nachher sich dann noch ein bisschen das alles schön verzieren. Da dachte ich mir, das ist doch eine schöne Idee. Genau, wir basteln eine Verpackung, die ich mal geschenkt bekommen habe und dann auseinandergenommen habe und sozusagen jetzt ein bisschen in der Form verändere. Man könnte auf jeden Fall in dem Ausgestalten hier noch auch schauen, wo man vielleicht noch mit Stempelabdrücken arbeiten möchte, wo man Gruß einsetzen möchte oder was man machen möchte. Was ist an sich? Man kann die Schleife entweder aufmachen oder ich habe sie jetzt so breit gemacht, dass man es schön abziehen kann. Eine Verpackung, die sich einmal aufklappen lässt. Dann sind noch ein paar Flächen dafür liebe Worte oder auch noch ein Akzent. Kann man hier auch noch schön aufbringen. Wenn man es nochmal aufmacht, hätte man nochmal Platz für liebe Worte oder etwas Gestempeltes. Und hier passt selbst gekauft. Kriege ich kein Geld für, dass ich euch das zeige, aber so ein Seelenwärmer Tassenpudding rein zum Beispiel. Und heute basteln wir das Ganze ein kleines bisschen kleiner und schaut mal, wie schön eigentlich, ne? Müsst mal durch die Supermärkte gehen, auch das selbst gekauft. Es gibt immer schöne Sachen, die ihr farblich passend in den Sachen verpacken könnt. Und es gibt auch von den Sinnessalzen eine Verpackung mit Pfirsichen. Also da schaut mal, was es bei euch in den Supermärkten gibt. Genau, das ist sozusagen die Klappverpackung. Das kann man einfach rausnehmen. Es muss gar nicht viel geklebt werden, bis auf eben Designerpapier oder die Aufleger, die ihr macht. Und wie gesagt, da seid ihr frei, ob ihr Designerpapier nehmt, ob ihr Flüsterweiß pur nehmt, ob ihr da Sprüche drauf stempelt oder ob ihr vielleicht auch ein Bild von jemandem aufbringt. Also da lässt sich wirklich unglaublich viel machen. Und ich habe das Ganze hier mit einem Band als Verschluss gemacht. Ihr könntet aber auch einen Klettpunkt oder einen Magnetverschluss einarbeiten. Also auch da seid ihr, wenn ihr da in die Mengenproduktion geht, wieder frei, je nachdem, was ihr eben zu Hause habt. Aber hier jetzt in dem Fall
Und auch mit dem Papaya passt es mit dem Band, finde ich sehr, sehr schön. Genau, damit ihr, je nachdem, was ihr euch eben holt oder was ihr gerade verschenkt, versteht, wie diese Verpackung funktioniert, dachte ich mir, ich zeige euch wieder mit einer Skizze, wie ich auf die Maße komme oder wie ich das dann mache, damit ihr das wieder anpassen könnt an alles, was ihr so kauft und dann verschenken wollt. Funktioniert mit Sicherheit auch mit einer dünnen Schokolade. Also da seid ihr dann wirklich sehr, sehr frei. Genau, ihr nehmt euch einfach zum Beispiel euren Papierschneider und messt euch einmal aus, wie groß eure Verpackung denn ist. In dem Fall hier hat meine Verpackung 15 cm. Das heißt, ich mache mir mal meinen Farbkarton. Da brauche ich 15 cm, damit das, was ich verpacken möchte, reinpasst. Hallo Hike! Okay, dann ich wünsche dir ganz viel Spaß heute und viel Spaß beim Nachbasteln später. Ist ja gar kein Problem. Genau, also 15 cm hat meine Verpackung in der Länge. Und dann habe ich entschieden, dass die Höhe meiner Verpackung 1 cm ist. Das heißt, wir falzen in dem Falle zweimal. Oder, naja, gerade Linien sind heute nicht so meins. 1 cm. Das braucht ihr mindestens dann zweimal, damit ihr eben so eine Einstecklasche habt, damit euch das nicht rausfällt. Ihr könntet es auch öfter machen, je nachdem, wenn es ein bisschen kleinere Sachen sind, dass ihr das auch richtig festkleben könntet, dass da unten ein Boden ist. In dem Fall, wenn bei dem Tassenpudding und hier bei dem TT-Sept reicht euch ein DIN A4 Papier dafür aber nicht aus. Also müsst ihr am Ende einmal rechnen, wie lang muss euer Papier sein, 15, und die 4 cm sind 19 cm. Ja, und hier würde sozusagen gefalzt, das machen wir auch gleich zusammen, 1 und 2 cm links und rechts. Ja, also von links und von rechts. Der 1 cm und die 2 cm wird eine Falz. Oben und von unten an der Seite die 19 cm lang. Dann schauen wir wieder, wie breit ist denn unsere Verpackung? Und hier sind es jetzt 9 cm. Das heißt, wir können hier festlegen, dass das 9 cm breit sein soll. 9 auf 15 ist also so eine Fläche. Dann brauchen wir auch hier wieder den Rücken der Schachtel, die 1 cm breit. Das ist immer identisch, ja? Und dann machen wir das Ganze nochmal die 9 cm und dann brauchen wir wieder ein Stück mit einem Zentimeter und haben hier wieder etwas, das 9 ist. Das ist sozusagen unsere Klappverpackung. Ja, wir haben drei große Seiten. Ich nehme sie nochmal kurz her. Ihr habt 1, 2, 3 große Flächen und hier von unten eben diese 2. Und wenn ihr davon hättet, könntet ihr zum Beispiel noch mal nach unten und dann wieder rein und könntet das dann als festen Boden, quasi so als geschlossenes Quadrat, auch festkleben. Es geht auch mit einem Dreieck, dann wäre es so ein bisschen schräg. Das ginge vielleicht auch. Also da könnt ihr ein bisschen spielen, wenn das euch ein bisschen mehr Stabilität haben soll. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau, und auch da können wir dann wieder einmal rechnen. Und da müsst ihr immer gucken, also wenn ihr so eine Skizze macht, natürlich, ihr kennt eure Maße von einem DIN A4 Papier und ihr könnt aber natürlich auch ein 12-Inch Papier nehmen, schauen, wenn ihr es aufgeschrieben habt, passt das denn rein oder muss ich es zerstückeln und eventuell aus zwei Farbkarton Sachen zusammensetzen. In dem Fall 10 und 10 und nochmal 9 sind 29 cm, das ist also gar kein Problem, aus einem Stück Farbkarton. Und hier, wenn wir überlegen, wie muss gefalzt werden, falzen wir bei 9 cm, dann nach 9 und 1, also bei 10 cm, bei 19 cm, bei 20 cm und wir schneiden bei 29. Genau, das ist schon mal der erste Trick, das erste Wissen. Das heißt, wir legen uns die Skizze hin, holen uns unseren Papierschneider und den Farbkarton, aus dem wir entscheiden, aus dem möchten wir das machen. Und dann können wir erst die Maße einmal zuschneiden. Das heißt, ihr könnt euch den Farbkarton auf die 19 cm kürzen, über die kurze Seite anlegen und die 21 auf 19 kürzen.
Dann habt ihr einen langen Streifen, den ihr noch nutzen könnt für Etiketten. Und dann legen wir die lange Seite an und schneiden einmal bei 29. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner, feiner Rest, der da wegkommt. Es gibt super viele schöne, müsst ihr mal schauen, aus Papierstreifen, Restideen. Wenn ihr sowas auch aufhebt, könnt ihr damit auch ganz wundervolle Karten machen. Mit auf Klebebögen geschnitten oder dann ausgestanzte Teile, ne, die alle so in so einem Streifenoptik sind. Die kann man schräg anbringen oder gerade. Und oder auch sowas kann man auch mal innen auf einer Karte wieder aufkleben. Wenn ihr außen eine Karte habt, innen weißen Aufleger, könntet ihr auch diesen orangenen Streifen eben nochmal aufnehmen. Genau, so, dann falzen wir zuerst, machen wir die kurze Seite zuerst bei einem und bei 2 cm von links und von rechts. Ich lese die ja gerne auf der rechten Seite beim Papierschneider ab. 1 cm und 2 cm, weil dann eben das Papier richtig schön auf dem Papierschneider aufliegt und es euch nicht verrutscht und auch nicht schräg liegt. Nochmal von der anderen Seite ebenfalls den 1 cm und auch hier den 2 cm. Das waren jetzt in der Skizze diese langen Linien und jetzt legen wir das Papier mit der langen Seite an den Papierschneider oben an und falzen einmal bei 9, 10, 19 und 20 cm. Ich fange an bei 9, dann der 1 cm weiter, sind wir bei 10, schiebe weiter auf die 19 cm, nochmal weiter auf die 20 und dann wäre am Ende die 29, ihr könnt überprüfen, das könntet auch jetzt erst schneiden, wenn ihr nicht vorher schon geschnitten habt. Und dann sind wir mit dem Papierschneider, was das angeht, einmal schon fertig. Das heißt, er kann einmal zur Seite. Wir brauchen ihn natürlich nachher noch für unseren flüsterweißen Farbkarton und auch für unser Designerpapier. Aber ich zeige euch erst noch einmal, was weggeschnitten wird. Das mache ich mit, indem ich einfach hier das andere drauflege. Wie gesagt, das war jetzt die größere Variante. Das war aus einem Stück DIN A4 Papier, das 21 cm lang ist, weil für die Seelen, für den Pudding, Tassenpudding, hatte ich nicht 15 cm Höhe, sondern 17 cm Höhe. Und das geht, wie gesagt, auch gerade noch so aus einem, ja, aus einem Stück Farbkarton. Also hier diese 2 cm, 15 zu 17, das passt noch. Da könnt ihr variieren. Genau, und was weggeschnitten wird, ist eigentlich alles außen, bis auf bei dem mittleren Teil die zwei länglichen Bereiche. Ja, damit wir die haben und unsere Schokolade quasi so ein bisschen einfassen können, dass sie uns nicht rausrutscht. Das heißt, wenn wir nochmal den beiseite ganz kurz uns das anschauen, wird das alles weggeschnitten. Ja, die äußeren länglichen und die äußeren kleinen Quadrate, das können wir mit einer kleinen Papierschere, ihr könnt es auch mit dem Papierschneider machen, das kann weggeschnitten werden. Am besten schneidet ihr auch hier innen die Falz weg, also an dem Innenteil auf der Falz oder leicht innen, sodass ihr die ganze Falz mit wegmacht, dann geht es nachher sehr schön, legt sich das sehr schön zu. Genau, und über die lange Seite könnt ihr auf der Falz schneiden. Wie gesagt, das wäre jetzt etwas, das hätte man auch mit dem Papierschneider nochmal machen können, indem man es nochmal einlegt. Ich benutze dann aber an sich eigentlich ganz gerne auch die Papierschere für solche Sachen. Ich finde aber auch das Schneiden und auch so Ausschneiden sonst mit der Papierschere ja eher etwas Meditatives. Und ich finde, man muss sich ein bisschen weniger konzentrieren, ein bisschen weniger genau gucken, bis wohin darf ich jetzt schneiden, weil man das halt eben in der Hand hält und mit der Papierschere ja sieht, bis wohin man schneiden will und nicht durch die Skala von dem Papierschneider schauen muss. Das finde ich sehr angenehm. Aber wie gesagt, das könnt ihr machen,
wie es euch am besten oder am einfachsten von der Hand geht. Und wie ihr seht, das ist eine total einfache Verpackungsmöglichkeit und es hat auch wieder sowas von, es ist Karte und kleines Geschenk zugleich. Wenn man einfach mal ein Danke oder einen lieben Gruß jemandem geben möchte, eine gute Besserung, da jemandem etwas zukommen lassen möchte, dann eignet sich das, finde ich, ganz toll. Und ich bin ja an sich großer Fan, wenn etwas aus einem Blatt Farbkarton geht. Dann kann man 24 davon machen aus einer Verpackung. Das finde ich immer gut. Genau. So, das heißt auch ein paar mehr Geschenkchen lassen sich leicht und schnell damit machen. Jetzt könnt ihr einmal die Falzlinien alle nachziehen. Ich sehe gerade, dass ich mein Falzbein gar nicht hier am Tisch habe. Ich mache es jetzt mal mit meinen vorsichtig mit dem Fingernagel. Ich habe ja gut vorgefalzt mit dem Papierschneider. Das dürfte kein Problem sein. An sich ist immer der Fingernagel hat immer ein bisschen die Gefahr, dass man das im Papier sieht. Das in dem Papierfalter oder ein Falzbein. In dem Sinne sind schon sinnvoll. Aber ich habe jetzt auch keine langen Fingernägel, von daher geht das ganz gut. Und auch die kleinen außen einmal und noch einmal hinein und hinein. Ja, und dann habt ihr das Grundgerüst eurer Verpackung schon fertig. Ein bisschen liebevoll einfach in die Hand nehmen, ein bisschen zurechtrücken. Und dann könnt ihr euch entscheiden, noch, es ist ja egal, ob links oder rechts. Ihr könnt aber schauen, weil es ist von einer Seite, war es bei mir immer ein bisschen kürzer und auf der anderen Seite ein bisschen länger. Oder ihr habt an einer Seite eine Schneidekante und an einer Seite noch die Originalkante. Ich würde immer schauen, dass die Originalpapierkante oben liegt. Die Schneidekante kann ja doch auch schnell mal ausfranzen. Ne, je nachdem, wie scharf euer Messer noch ist. Also schaut da einfach, welches, was euch gerade vielleicht besser gefällt oder besser von der Hand geht vom Zumachen. Dann schaue ich einmal kurz. Genau, haben uns auch nicht vermessen. Ist auch schon mal gut. Ja, dann haben wir hier unsere kleine Verpackung. Schon fertig. So, das waren jetzt nicht mal, ich sag mal, vielleicht eine Viertelstunde mit. Ich habe euch eine Skizze gezeichnet gemacht. Also gebastelt ist der Rohling für diese Karte wirklich super, super schnell. Und ich denke da auch, wenn man zu Weihnachten oder so liebe Grüße an die Nachbarn oder sowas rausgibt, kann man das echt super, super einfach und super schön in verschiedensten Varianten machen. Oder auch wer jetzt den Erziehern oder den Lehrern einen kleinen Sommergruß machen will. Wir haben ja noch eine Woche, bevor es bei uns hier in die Schließungsphase geht. Also da kann man sich auf jeden Fall austoben und relativ schnell viel machen. Genau, und jetzt obliegt es euch, ob ihr eben teilweise mit Designerpapier überkleben möchtet oder ganze Seiten mit Designerpapier oder so eine Kombination aus Designerpapier mit Gruß oder mit handschriftlichen Worten. Da möchte ich euch gar nicht sagen, ihr braucht unbedingt das und das. Ich mache es wieder einfach kurz klar, wie ihr drauf kommt auf die Maße und dann können wir gemeinsam schauen und ihr schaut einfach, was euch tatsächlich dann gefällt oder eben für welchen Anlass man es will. Manchmal will man ja viele Worte, manchmal findet man es schön, was man bestempelt hat und je nachdem, welchen Stempel ihr benutzt, braucht ihr vielleicht ja eine gewisse Größe von eurem flüsterweißen Farbkarton. Ja, also da könnt ihr ein bisschen schauen, was möchte ich denn drauf stempeln und reicht mir dann dieser Platz für einen Aufleger zum Beispiel mit einem Spruch oder mache ich hier nur einen Spruch oder mache ich hier ein Stanzteil drauf. Vielleicht habt ihr eine Blume, die filigran ausgestanzt wird. Dann könnt ihr natürlich da entsprechend variieren, wie groß euer Papier ist. Wir schauen noch mal kurz auf die Skizze gemeinsam. Wir haben nämlich ja hier den Innen- oder den Außenteil. Der hat 9 auf 15 cm. Ja, jetzt mache ich das beim Designerpapier, wenn das ein einfacher Aufleger ist, ja alles immer den halben Zentimeter kleiner. Das heißt, ich würde 14,5 mal 8,5 cm mir zuschneiden. Das ist ein Aufleger, der das komplett abdeckt. Dafür brauche ich nicht ausklappen. Ich nehme mir das mal ran.
entschuldigt, ihr Lieben. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Kränkeln. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr zuschneidet, jetzt natürlich ausgerichtetes Designerpapier. Ihr könnt die Schachtel so verwenden. Ihr könnt sie auch hochkant verwenden. Bei den Schokoladentafeln würde ich sie längs verwenden. Bei diesen Sachen würde ich es hochkant verwenden, weil ich es an sich immer schön finde, wenn natürlich auch der Inhalt dann schon die richtige Ausrichtung hat. Aber jetzt sind wir ehrlich, es wäre in keinster Weise schlimm, wenn das hier eine Tasche wäre und das seitlich drin liegt. Ne? Also wenn ihr was möchtet, weil eure Sprüche vielleicht so sind, dass ihr es lieber seitlich machen möchtet, könnt ihr das auch machen. Wo ich das gerade so in der Hand habe, ihr könntet es auch festkleben. Also wem das zu wabbelig ist, der könnte diese Teile aneinander kleben und hätte eine Tasche. Dann macht man sich vielleicht hier noch eine Ausstanzung rein, damit man besser an den Inhalt kommt oder ihn sieht. Man könnte auch ein Fenster einstanzen mit Klarsichtfolie. Also es arbeitet schon wieder in mir, was man noch, wie man das Projekt so verändern könnte. Da seid ihr, wie gesagt, völlig frei. Wenn man den Mechanismus mal verstanden hat, kann man relativ schnell abändern. Genau, jetzt ist sozusagen nur die Frage, wie ihr, wenn ihr Designerpapier verwendet, müsst ihr auf die Ausrichtung ein bisschen achten. Bei unausgerichtetem Designerpapier wäre es ja wieder nicht so wichtig. Ich nehme diesmal das Designerpapier hier und ich glaube, es ist eigentlich, wenn ich mir das angucke, relativ egal. Es hat, manchmal hat es das Gefühl, es hängt mir hier rüber, aber wenn ich das sehe, sieht das auch sehr schön aus. Also ich nehme es einfach jetzt einmal so, lege mir das in meinen Papierschneider und schneide mir ein Stück ab, das 8,5 cm breit ist. Und kürze mir das auf 14,5. Da könnt ihr auch wieder schauen, welche Seite ihr abschneidet. Ja, da seid ihr frei. Könnt ihr immer schauen, was schneide ich mir denn weg? Was liegt dann am Rande meiner Schneidfalz? Manchmal ist es ganz schön, manchmal möchte man sich so ein Blümchen nicht noch verkleinern, sondern dass man das noch sieht. Oder halt doch lieber die Blätter haben. Also das kommt ganz drauf an, was ihr eben für ein Designerpapier habt. Genau, und ich finde das sehr schön mit den dreien, wenn die so von oben runterhängen. Und diese Variante. Und ich fand es auch schön, dass wenn man es aufgeklappt hat, einmal das Papier im Ganzen ist. Ihr könnt natürlich auch vorne drauf etwas machen und dann nochmal mit einem Etikett arbeiten. Mit Hallo, Danke, alles Liebe. Ja, also da seid ihr frei in der Ausgestaltung. Genau. Was ich auch haben möchte, ist auf jeden Fall eins in Flüsterweiß, wo ich draufschreiben kann. Das heißt, auch hier schneide ich mir ein Stück ab mit 8,5 cm. Und kürze mir auch das auf 14,5. So. Das geht natürlich auch mit Weiß. Muss nicht Designerpapier sein. Kann natürlich auch ähnlich sein. Ja. Genau. Und das könnte zum Beispiel dann dort innen drin sein. Ja. Oder ganz innen, also erst, wenn man es ganz aufklappt. So. Und dann hatte ich vorhin noch eine Mischung von beidem. Und da könnt ihr natürlich auch, deswegen ist das mit den Maßen fest vorgeben immer schwierig, wenn man nicht weiß, was man für ein Designerpapier hat, die Mischung von beidem machen. Das heißt, ihr kürzt euch das Weiße ein und wahlweise das Designerpapier. Und das ist jetzt ein bisschen breiter, das sind glaube ich die 2 cm. 1,5 cm fand ich jetzt für bei dem Designerpapier schon das Minimum, was man nehmen kann, damit das Designerpapier auch noch wirkt. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, was ihr für Designerpapier habt, wie breit das bei euch sein soll. Am besten legt ihr euch dafür auch das Designerpapier an und legt es euch einmal bei der entsprechenden Breite, also hier jetzt in dem Fall bei 1,5 cm an
und schaut, wo die Rille ist und was man noch sieht. Ich finde jetzt hier, ich mache mal die 2 cm. Dann habe ich nämlich die Blumen und einen größeren Teil von den Pfirsichen drauf. Das heißt, ich schneide mir eins, das hat nicht die 8,5, sondern 14,5 mal 2 cm. Ja. So. Und dann brauche ich natürlich auch noch ein Stück Weiß. 14,5 und insgesamt möchte ich ja die 8,5 haben. Das heißt, ich brauche einen weißen Farbkarton von 6,5. Wenn ihr es direkt nebeneinander kleben möchtet, ihr könnt natürlich auch den Streifen Designerpapier auf das Weiße draufkleben. Ja, und das geht natürlich auch. Ihr könnt auch einfach es euch einfach machen und den in Weiß komplett machen und das draufkleben. Oder ihr schneidet euch den weißen Karton, dann liegt es in einer Ebene auf den Karton passend dazu. Ja, ich mache jetzt mit noch eins mit 8,5, also nochmal ein ganzes und klebe es nachher oben drauf. Aber wie gesagt, das wäre, wenn man ein bisschen Papier sparen dann noch arbeitet, auch eine Möglichkeit. So, dann hätte ich also eins normal, ein gemischtes. Gucke ich nochmal, wenn ich hier einfach eins so lasse. Und da, dann brauche ich noch mal eins von dem Designerpapier. Und das werde ich mir nachher einkürzen von der Länge, weil ich fand das hier sehr, sehr schön mit dem Geteilten. Man kann ja auch Ton auf Ton stempeln in dem unteren Bereich oder dann, wie gesagt, mit dem Band, das da hing, unter kleinen Akzenten. Fand ich das ganz schön, wenn das unterteilt wird. Von dem Ganzen. Das heißt, das waren ja die größere Verpackung. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Hier habe ich 7,5 genommen von den insgesamt 19. 16. Ja, dass der Teil ein bisschen größer ist, aber das, wie gesagt, das muss ja nicht wirklich maßgebend sein. Obwohl ich glaube, das entscheide ich nachher auch, wenn ich einen Spruch habe und weiß, wie ich es ausgestalte. Ich klebe jetzt erstmal schon mal die Teile, von denen ich weiß, wo ich sie gerne haben möchte. Und den Rest mache ich dann später. Oh, ihr Lieben. Oh, entschuldigt. Ich hoffe, ihr könnt mir sehr gut folgen, auch wenn ich hier rumhuste. Leer. Wer kennt es nicht, ne? Man hat die Flächelchen. Hier ist zumindest noch ein bisschen Kleber oben dran. Das ist dann vielversprechend, dass da auch noch was drin. Na, gut, ihr Lieben. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, wenn mein Tombow jetzt streikt, dann klebe ich natürlich nichts mehr. So, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund die Hunde bellen. Die sind nämlich draußen im Garten. Das will nicht so richtig. Der scheint auch so gut wie leer zu sein. Aber das reicht auch schon an Tombow für den weißen Farbkarton. Und das klebe ich mir. Und das hat ja jetzt, wir haben das kleiner geschnitten auf den halben Zentimeter. Das heißt, ihr habt am Rand 0,25 mm Spielraum an den jeweiligen Seiten. So, wenn ich das so lasse, kommt das ja hier rein. Das heißt, hier hätte ich Platz, um zu schreiben. Ich finde das, das muss ich noch einkürzen. Das Designerpapier ist noch länger und hat keine 14,5. So. Und ich habe entschieden, ich mache auch noch ein zweites von 2 cm auf 14,5
und habe auf meinen Innenlaschen, auf meinen Innenseiten werde ich das mit dem Designerpapier aufgreifen. Jetzt könnte ich gucken, ob mir das gefällt mit, huch, was habe ich denn hier? 14,5, habe ich mich vermessen gerade? Ja, habe ich mich vermessen. Also nochmal ein Stück, 2 cm breit und jetzt aufpassen, 14,5 brauchen wir. Ja, das sieht besser aus. Der Schnitzel, der daneben liegt, ist beseitigt. Genau, und dann mache ich mir innen rein, mache ich mir, das war der, der... Ah, hier habe ich beide falsch geschnitten. Nein, das könnte auch noch zu groß sein. Das ist auch noch zu lang. Oh, oh. Ihr merkt, ne? Erkältete Marion, nicht ganz wie immer. 14,5 natürlich. Man muss schon beides schneiden. Nicht immer nur ein Maß, sondern beide Seiten. Bastelt ihr mit oder schaut ihr heute nur zu? Einige haben ja schon geschrieben, sie basteln nach. Ich stehe heute hier mit meinem Tombo, aber ein bisschen auf Kriegsfuß. Genau, tendenziell sage ich immer, weniger ist ja auch mehr. Das heißt, es braucht gar nicht viel von dem Tombo. Ein hauchdünner Streifen ist auf jeden Fall genug. Genau, und es ist immer gut, wenn ihr euch die Sachen vorher einmal drauflegt, so wie ich das jetzt ja auch gemacht habe, aus euch anschaut, wo möchte ich Designerpapier haben, wo kommt für mich nur der Farbkarton hin. Prinzipiell, wenn ihr was stempeln möchtet, also es nicht per Hand beschrieben wird, würde ich euch natürlich jetzt auch empfehlen, erst zu stempeln und dann zu kleben, denn dann habt ihr immer noch mal die Möglichkeit, das gut zu korrigieren. Ja, wenn es dann halt doch mal ein Stempelabdruck war, der in die Hose gegangen ist, dann kann man eben nochmal verändern. Und jetzt könnte ich überlegen, ob ich den Streifen auf der Innenseite möchte, auf beiden Seiten, oder ob ich sie auf beiden Seiten auf der rechten Seite haben möchte, oder auf beiden Seiten außen. Oder ja, das könnt ihr einfach anschauen, wie das euch optisch anspricht, ne? Also das sind wirklich Kleinigkeiten. Und wie gesagt, wie breit dieser Streifen ist, das ist einfach ein Gefühl, je nach Designerpapier. Je größer es gemustert ist, desto mehr braucht man natürlich, damit es kommt. Und je feiner gemustert so etwas ist, desto weniger braucht man. Da kann man natürlich dann ein bisschen schauen. Ich hoffe, ihr könnt das gut anpassen an eure Sachen. Wenn ihr jetzt nicht mit dem Materialpaket und genau diesen Sachen mitarbeitet, dann, wie gesagt, ist es ja schön, wenn man es ein bisschen direkt anpasst. Aber ich sag mal, das ist ja, ich hoffe, ihr habt das anhand der Zeichnung vorhin verstanden und auch, dass man verrechnet sich zwar ab und an mal, aber an sich ist das ja so wirklich kein Hexenwerk, das auszurechnen, wie dann sich das andere Papier verhält. Wie gesagt, man muss das Weiße ja nicht kürzen um den Anteil. Man kann, so wie ich jetzt auch, das einfach oben drauf kleben. Genau. So. Ja, ich glaube, ich finde außen am schönsten. Das macht es irgendwie, das gibt dem Ganzen so einen Rahmen. Das heißt, auch hier mache ich auf meinen Streifen Designerpapier bisschen Kleber und dann schaue ich auch hier wieder, wie rum ich das gerne hätte und lege es dann. Schaut, dass ihr da wirklich schön, ne, bündig Kante an Kante euch das aufklebt, dass das nicht zu schräg ist und dann oben rausguckt oder unten rausguckt, dann fällt das nachher auch so gut wie gar nicht auf. Genau, und wenn ihr jetzt vor ihr diese Außenseite oder
hier drauf klebt, das hätte man hier natürlich auch schon überlegen, wenn ihr Magnetschluss oder so etwas Magnet einarbeitet, könntet ihr hier den einen Magneten und den Außenmagneten oder auch auf der Seite, könntet ihr den ja unter dem Papier verschwinden lassen. Ne? Wenn ihr jetzt erst einen Magnet setzt, könnt ihr dann das Papier drüber machen, dann würde man ihn nicht sehen. Ich benutze jetzt ja nachher auch wieder Band zum Verschließen. Von daher brauche ich nichts. Klettverschluss geht natürlich auch, Klettpunkte könnte man auch nehmen, um es zu verschließen. Die kann man halt nur eben nicht, die kann man nicht verstecken unter Papier, sonst funktioniert natürlich der Klett nicht. Das versteht sich, denke ich, von selbst hier. So. Jenny bastelt direkt mit, das ist schön. Da bin ich gespannt, wofür du dich entscheidest. Hast du das Pfirsich-Set und arbeitest auch mit dem Pfirsich-Stempel-Set eventuell dann noch mit dazu? Ich finde es ja ein ganz, ganz tolles, ganz zauberhaftes Set. Liegt natürlich aber auch daran, dass wir Weinbecks-Pfirsiche und Pfirsiche hier im Garten haben und ich damit unglaublich viel mache. Also habe ich mich riesig gefreut, dass da was kam. Und ich weiß nicht, ob ihr auf den Social Medien schon geschaut habt, aber es ist zwar ein Pfirsich-Set und so ist es natürlich auch vermarktet und gemacht, aber es haben auch schon ganz viele ganz schöne Abwandlungen gemacht. Also ich meine, wenn man mit der Farbe spielt, die Form der Pfirsich, es ist natürlich, da ist genug kreativer Spielraum, dass das auch eine andere Frucht sein kann. Ja, das können auch Äpfel sein oder Birnen sein oder Pflaumen. Und jetzt habe ich auch ganz süß gesehen, auch Kirschen. Da kann man wirklich, wirklich viel, viel abwandeln. Und das finde ich immer total toll, wenn man das dann sieht. Genau. So, und dann haben wir, also jetzt fehlt mir noch ein Stück Designerpapier in der Breite von den 8,5 auf eine Länge, die ich auch da mir ja selber definiere. Das könnt ihr abhängig machen von eurem Designerpapier. Wenn ich mir das jetzt anschaue, zum Beispiel, also ich schneide mir ein Stück Designerpapier in der Breite 8,5 zu. Und jetzt kann ich schauen und sagen, ah, ich hätte gern, dass meine Pfirsiche schon drauf sind, dass ich mir die nicht hier kaputt schneide. Dann hätte ich hier jetzt 7,5. Das wäre genau die Hälfte. Hälfte, das macht es immer so symmetrisch. Ich finde ja immer, ein bisschen Unsymmetrie muss schon sein. Wir haben 14,5. Ja, da werde ich mir dann vielleicht doch den unteren Pfirsich, dann nehme ich die Blumenranke und schneide mir in den unteren Pfirsich. Ich mache mal 6,5. Zentimeter. Dann habe ich ja diese obere Blumenranke und da könnte ich mir auch noch gut vorstellen, ein Etikett drauf zu machen. Ja. Aber da könnt ihr, wie gesagt, im Zweifel schneidet es ein bisschen länger und kürzt es euch dann ein, wenn ihr es drauf liegen habt, ja, wie es euch gefällt. Oder wenn ihr, wie gesagt, von einem Stempel schon maßgebend das entscheidend ist. Es könnte auch unten hin. Das kommt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen drauf an, wenn man das Ganze maritimer macht, hätte man vielleicht hier eher sowas was, Wasserdesignerpapier und wird vielleicht hier oben ein Boot draufsetzen. Ne? Also bei den physischen finde ich jetzt eher, es hängt eher was runter. Das heißt, hier würde ich vielleicht eher Blätter hängen lassen. Aber auch da, jeder ganz so, wie es euch, jeder wie es ihm gefällt. Genau, so, das ginge natürlich auch. Ich könnte hier jetzt eigentlich auch, die würde ich tatsächlich, das wäre jetzt eher für mich das, was unten hinkommt, nach dem Motto, die sind vom Baum gefallen. Also manchmal muss für mich das doch auch Sinn ergeben, das ist ein bisschen lustig. Aber ich fand das mit diesem Viererblütenaster eigentlich super schön. Das heißt, ich bleibe bei der Seite. Ja, schau mal, was du dazu hast. Da bin ich gespannt, was du nachher, wie du das vollendet hast, sozusagen. Wie gesagt, ich denke, es gibt viele schöne Sommersprüche oder einfach einen Gruß zur Erholung.
Das ist ja jetzt zu der Zeit, kann das doch jeder gebrauchen. Genau, ich lege mir das immer gern so hin, dass das, dass da nichts, dass ich nicht die Verpackung habe, sondern wirklich als Untergrund beim Festdrücken den Boden. Im Zweifel lieber wieder ausräumen. Ich gehe davon aus, ihr habt jetzt ja eh noch keinen Inhalt und müsst dann nochmal dann eventuell los. Oder ihr habt es schon angepasst auf einen Inhalt, den ihr da hattet. Das kann natürlich auch sein. Ich bin gespannt. Ja, ein bisschen schräg. Kann man noch mal ein bisschen nachschieben. Einen hoch auf den Tombow, dass man da noch mal rumschieben kann. Genau. Und dann fehlt an sich bis auf Sprüche nur noch unser Band. Und da habe ich euch locker gewebtes Geschenkband. Das gibt es zu jeder der neuen In-Color-Farben. Finde ich immer total super. So ein ganz schönes Organza-Band. Hatten wir auch mal in Weiß und dann haben wir das alle ja fleißigst eingefärbt, ne? Weil wir das in allen Farben haben wollten. Jetzt finde ich es total super, dass wir das tatsächlich in den passenden Farben zu den ganzen Farbkartonsachen haben. Das ist ja einer der großen Vorteile bei Stampin' Up, dass wir da sagen, wir haben alles passend zusammen: Stempelkissen, Stempelfarbe, die Bänder, dann die Kolorierstifte, Science Blend oder Aquarellstifte, egal was da kommt. Lackakzente, das passt alles, ist farblich alles perfekt aufeinander abgestimmt. Der Grund, warum ich dann auch bei SU gelandet bin, als ich für meine Hochzeit gebastelt habe und festgestellt habe, dass ich sagte, oh, ich will so rot-grüne Sachen haben, festgestellt habe, wie viele unterschiedliche Rottöne es gibt und wie sehr sie dich beißen können. Und dann bin ich an Stampin' Up gelangt. Und da war ich dann in meinem Bastelhimmel angekommen. Vor 5 Jahren. Auch schon Wahnsinn, wie die Zeit so vergeht. Ich habe jetzt nur noch ein kleines Reststück von dem Band, habe ich gerade festgestellt. Ich habe euch ja fleißig dann was eingemacht. Muss mal gucken, ob ich überhaupt noch ein Schleifchen damit hinkriege. Meine Schleifen, ne? Ich habe es ja nicht so mit Schleifen. Und jetzt, wenn das Band auch noch kurz. Naja, da muss ich nochmal nacharbeiten. Aber wie gesagt, es kommen ja auch noch ein paar Sprüche dazu, ein paar Kleinigkeiten. Und wie gesagt, ich kann mir jetzt auch sehr schön vorstellen, dass hier noch ein Etikettspruch dabei ist. Und da könnt ihr dann vielleicht die Blätter links, rechts unter dem Etikett rausgucken lassen. Ich schaue mal kurz, ob ich hier was. Nein, ich habe gerade nichts Etikettiges hier auf meinem Bastelreich liegen. Das können wir machen. Und ihr könnt natürlich auch, ich mache es doch noch auch mal. Doch noch mal auf. Innen drin könnt ihr natürlich auch die kleinen Blümchen noch aufbringen. Ne? Auch sowas ist natürlich mal einfach, das macht dann noch mal so das besondere etwas. Wenn man einfach Plättchen, Blümchen, und die könnt ihr verteilen, ganz wie ihr wollt, als kleinen Schmankerl noch extra dazu machen. Ja. Hallo Bianca. Du bastelst auch noch. Das freut mich. Och, danke dir für deine lieben Worte. Ganz lieb. Ja, das war's für heute auch schon. War jetzt knackige Dreiviertelstunde. Aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ich merke immer, das Basteln tut mir gut, obwohl ich bin hier am Schwitzen, muss ich gestehen. Ein bisschen so von der Erkältung noch. Ist das Basteln einfach was Schönes. Und euch hier dabei zu haben, auch wenn nur im Chat, macht unglaublich Spaß. Ja, das war das schon fünfte Projekt unserer Bastelbox. Und vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Bastelbox für all diejenigen. Ich weiß, ihr wartet auch noch auf euer Geschenk. Da haben wir leider wirklich ein bisschen Ärger. Und wir hatten uns da was so Schönes ausgedacht. Und das hat jetzt nicht geklappt und ich arbeite da auf Hochtouren dran, dass ihr das bald in euren Händen haltet. Also nur, dass ihr wisst, wir haben das nicht vergessen. Ihr kriegt noch euer individualisiertes Geschenk von uns. Da müsst ihr nur ein bisschen Geduld haben. Das lief leider ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Das kommt aber noch. Und dann kommt natürlich nächste Woche noch ein Projekt von mir. Das letzte Projekt aus der Bastelbox. Und ich denke, dass ich auch wieder an dem Sonntag live gehen werde. Ich hoffe, dass ich bis dahin dann endlich fit bin. Und dann haben wir ja unsere lange Pause. Denn wir haben jetzt einmal Sommerurlaub. Die Sam ist gerade
freut sich auch schon, dass die Ferien begonnen haben. Und bei mir kommt ja der Bauchzwerg dann bald auf die Welt. Und danach wollten wir erstmal schauen, wie sich das dann hier auch alles wieder einpendelt. Und dann werden wir euch mitteilen, in welcher Form wir das halt weiterführen werden. Denn es macht so viel Spaß, mit euch zu basteln, dass wir auf jeden Fall etwas machen. Und was ich schon sagen kann, ist, ihr könnt für die Monate, ich sage jetzt mal den August und den September und dann auch den Oktober, da könnt ihr das Geld ja euch in eine kreative Spardose tun. Denn wir haben auf jeden Fall schon ganz tolle Pläne für den Dezember gemacht. Da werden wir euch bald nähere Infos zukommen lassen. Wieder ein bisschen was Größeres von unserer Idee her. Es reift gerade noch und wir sind noch in der Planungsphase. Aber sobald da was steht, erfahrt ihr das natürlich dann als Erste. Und ja, da kann man sich dann ja die Bastelboxen, die jetzt ausfallen durch Sommerurlaub und Babypause, legt euch das einfach beiseite und dann freuen wir uns, wenn wir dann wieder starten mit Workshops, sei es in Person, falls es erlaubt ist, auf jeden Fall virtuell, wenn doch die nächste Welle wieder zuschlägt oder weil es einfach doch auch super schön ist, dass wir überlokal eben gemeinsam kreativ sein können. Da freuen wir uns natürlich dann riesig, wenn ihr da dabei seid. Ja, genau. Und ansonsten, es sind nur noch 2 Tage, dann startet die Celebration von Stampin' Up. Also schreibt uns, wenn ihr noch keinen Katalog habt oder noch keine Broschüre für die ganzen Geschenke, die ihr kriegen könnt. Sowohl die Sam als auch mir. Schreibt in den Chats. Falls bei Sam es mit dem Internet ein bisschen länger dauert, dann antworte ich euch auch gerne. Das kriegen wir schon alles gewuppt. Und genau, dann wisst ihr ja, die Kanäle fürs Bestellen, sowohl bei Sam als auch bei mir, sind dann geöffnet. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns in der Celebration unterstützt. Und ja. Ihr viel Spaß beim Basteln habt, auch wenn wir jetzt uns nicht jeden Sonntag sehen. Aber erstmal sage ich, bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Tschüss.